Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre das Leben nicht so schwer. So heißt es in einem, ja, in einem allseits bekannten Spruch. Und das ist eigentlich gut anwendbar, nämlich auf Audi. Ja, lange nichts mehr von der Volkswagen-Tochter gehört, aber jetzt ist es nämlich soweit. Und wer glaubt, dass es positive Nachrichten zu vermelden gibt, der irrt. Denn es gibt wieder erneute Spekulationen um ein Aus von Audi in der Formel 1. Auf die genauen Details blicken wir jetzt. Außerdem blicken wir auch nochmal auf den Fall Christian Horner. Denn da hat sich nämlich Toto Wolff am ersten Tag der Testfahrten in Bahrain geäußert. Und am heutigen Mittag sprach auch Christian Horner selbst noch einmal. Und auch da gibt es neue Hintergründe, denn mehrere Medien berichten, dass im Hintergrund bereits an einem Nachfolger gearbeitet wird. Und da soll ausgerechnet ein Name gefallen sein, der eigentlich was ganz Großes mit einem ganz anderen Team vorhat. Also diese Details jetzt bei uns in der Sendung. Eigentlich, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ich habe es gerade schon gesagt, sollte Audi im Jahre 2026, also in fröhlichen 2 Jahren, in die Formel 1 einsteigen. Wären da nicht wieder die erneuten Spekulationen um ein Aus von Audi in der Formel 1, wie Motorsport Total unter Berufung auf Insiderkreise nämlich berichtet, soll eben ein Aus der großen Formel 1 Pläne der VW-Tochter alles andere als vom Tisch sein. Denn, und darüber hatten wir auch in der Vergangenheit schon mehrere Male berichtet, der neue Vorstandschef Gernot Döllner, er gilt alles andere als der große Befürworter des Formel-1-Projekts. Und das wird auch in den neuesten Spekulationen einmal mehr deutlich. Denn er soll angeblich auf der Suche nach einem Ausstiegsszenario mit einem anderen Investor sein, der es dann wiederum der VW-Tochter erlauben könnte, den Formel-1-Einstieg gesichtswahrend und größeren Image-Schäden ad acta zu legen tatsächlich. Dazu passend vor allem auch gerade 2 Berichte, die nämlich jüngst in den letzten Tagen erschienen waren, nämlich zum einen die Bild, aber auch das Handelsblatt, haben nämlich sehr umfangreich über einen, kann man sagen, fast schon Personalbeben in der Audi-Chefetage berichtet. Und demnach, diesen Berichten zufolge, soll Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann seinen bisherigen Posten verlieren und mehr oder weniger zum Formel-1-Projekt abgeschoben werden. Warum? Es soll dem Bericht zufolge nämlich größere Differenzen zwischen ihm und Gernot Döllner kommen, beziehungsweise es soll welche gegeben haben. Intern, das so zumindest mal schreibt man es, werden Hoffmann, der jahrelange Entwicklungsstau bei Audi, sowie auch noch die Dauerkrise der Marke vorgeworfen. Am kommenden Donnerstag, also am nächsten Donnerstag, soll im Audi-Aufsichtsrat genau dieses Thema nämlich auf den Tisch kommen und Anfang März soll die Causa Formel 1 Projekt, wie man es auch am besten beschreiben kann, dann im Kontrollgremium des Mutterkonzerns von Volkswagen dann auch noch einmal ausführlich analysiert werden. Und gerade dieses Kontrollgremium soll letztlich dann auch das letzte Wort in dieser Angelegenheit haben. Das heißt, bis zumindest mal Anfang März gibt es wieder einige Fragezeichen hinter dem Formel-1-Einstieg der VW-Tochter. Ja, öffentlich, wie auch schon in der Vergangenheit, äußert sich bzw. wollte sich Audi nicht zu diesen angeblichen Berichten oder zu diesen Vorgängen äußern. Man hat lediglich mitgeteilt, Personalangelegenheiten kommentieren wir grundsätzlich nicht. So, damit also handhabt man es wie auch schon in der Vergangenheit. Da wissen wir, als es ja noch in diesen ersten 100 Tagen des neuen Vorstandschefes Gernot Döllner, auch da hat man sich nicht geäußert, auch er selber hat sich nicht geäußert, bisweilen heute auch noch nicht öffentlich dazu bekannt. Und diese, zumindest mal kurze Aussage, dass man das Ganze eben nicht kommentieren werde, das sagte ein Sprecher von Audi gegenüber der Bild. Eine Anfrage von Motorsport Total ebenfalls blieb bis dato unbeantwortet. Ja, und dem Fachportal zufolge ist es auch völlig unklar, welche Rolle überhaupt
überhaupt Oliver Hoffmann im Falle eines Wechsels eben in die Formel-1-Sparte von Audi überhaupt spielen soll. Denn, und da kommen wir wieder zu einem ganz bekannten Mann, der nämlich vor noch nicht allzu langer Zeit von McLaren nämlich zu Sauber gewechselt war. Die Rede ist nämlich von Andrea Seidel. Denn falls das wirklich so kommen sollte, dass man Oliver Hoffmann mehr oder weniger abschiebt, dann würde er eigentlich in die Rolle fallen, die bis dato eigentlich für Andrea Seidel vorgesehen war. Und vor allem auch gerade, was es für Andreas Seidel und seinem Team besonders schwer macht, ist eben gerade auch, oder sind vielmehr die anhaltenden Gerüchte um einen Audi-Rückzieher, dass das wiederum erschwerend hinzukommt und dann wiederum auch nahezu unmöglich macht, dass man neue Ingenieure anwerben kann und eben auch die Suche nach dem Fahrerduo für das Formel-1-Team, für das angedachte, für das Jahr 2026 ist ebenfalls davon betroffen. Wir wissen, es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Berichte darüber, dass Carlos Sainz möglicherweise ein Kandidat wäre für das zukünftige Audi-Werksteam. Und gerade brisant ist es natürlich auch für Carlos Sainz selber, weil wir natürlich wissen, dass sein Vertrag nach diesem Jahr ausläuft und nicht mehr verlängert wird und anstelle von Carlos Sainz dann ab dem nächsten Jahr Lewis Hamilton kommen wird. Also auch da natürlich eine brisante Angelegenheit durchaus für den Spanier, der sich natürlich auch umsehen muss, wie denn da seine weitere Zukunft aussehen könnte, vielmehr in der Formel 1. Ja, und Andreas Seidel wiederum, und das ist das nächste Spannende an dieser ganzen Angelegenheit, so heißt es in dem Bericht, könnte wiederum ein Kandidat für Red Bull sein, falls nämlich Christian Horner am Ende seinen Posten räumen muss. Und das ist die passende Überleitung gerade eben zu diesem Top-Thema aktuell in der Formel 1. Denn nicht wenige haben sich in diesen Tagen gerade über diesen Fall nämlich geäußert. Es gibt nämlich genau nur eine Person, die über die aktuellen Vorwürfe gegen Christian Horner nämlich spricht. Das ist nämlich ausgerechnet Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Der hat sich nämlich am ersten Tag der Pressekonferenz der Teamchefs bei den Testfahrten in Bahrain geäußert und dabei auch nochmal hervorgehoben, dass die Formel 1 das umsetzen muss, was oder für was sie letztlich öffentlich stehen will. Wir wissen, seit über 2 Wochen gibt es diese anhaltenden Untersuchungen und Ermittlungen gegen Christian Horner. Und in den letzten 2 Wochen gab es viele Spekulationen und Gerüchte über die eigentlichen Hintergründe. Zuletzt vergangene Woche, der Telegraph hatte berichtet, dass ihm Nachrichten oder Nachrichtenverläufe vorliegen soll zwischen Horner und der Mitarbeiterin, die dieses ganze Thema wohl ins Rollen gebracht haben soll. Unangemessenes Verhalten bzw. grenzüberschreitendes Verhalten wird ja Christian Horner letztlich vorgeworfen. Und klar ist natürlich auch, man muss dieses Thema schnellstmöglich ad acta bringen, weil es natürlich auch große Auswirkungen auf das Formel-1-Team letztlich haben kann. Ja, und mittlerweile gibt es sogar übereinstimmende Meldungen, dass bereits eifrig hinter den Kulissen nach einem Nachfolger von Christian Horner nämlich gearbeitet wird. Ebenso gibt es mittlerweile auch schon Berichte, die besagen, dass in der kommenden Woche das Aus von Christian Horner dann offiziell verkündet werden soll. Red Bull hält sich natürlich weiterhin zurück und auch Christian Horner hält sich insoweit zurück, da blicken wir auch gleich mal drauf. Klar ist, zumindest mal nach außen hin hat die Formel 1 in den vergangenen Monaten sich sehr intensiv für Themen wie Inklusion, Gleichheit, Fairness und Vielfalt eingesetzt. Und das ist auch das, wo Toto Wolff sich darauf bezieht in seiner Aussage während der Pressekonferenz am ersten Tag der Testfahrten. Und er sagt, und es geht nicht nur darum, darüber zu reden, sondern es Tag für Tag zu leben. Und ich denke, das ist der Standard, den wir uns selbst setzen. Ja, und er sieht vor allem auch gerade die Beteiligten als Vorbilder für eben genau diesen globalen Sport. Und daher hat er auch nochmal ausdrücklich betont, sei ein genauer Prozess im Umgang mit Christian Horner und den erhobenen Anschuldigungen eben sehr, sehr wichtig. Allerdings für weitere Kommentare will er erstmal den Ausgang der Untersuchung der Ermittlungen abwarten und sagt, Red Bull hat mit einer unabhängigen Untersuchung begonnen und wenn diese auf die richtige Art und Weise mit Transparenz und Strenge durchgeführt wird,
dann ist das etwas, das, was wir uns ansehen müssen, was die Ergebnisse sind und was das für die Formel 1 bedeutet und wie wir daraus lernen können. Er hat auch noch mal auch klar erwähnt, dass all das eigentlich kein Thema sein sollte, über das man innerhalb der Formel 1 sprechen sollte, sondern wir wollen über Rennwagen sprechen und über den Sport und nicht über diese sehr, sehr kritischen Themen, die mehr als nur ein Problem des Teams sind. Es ist ein Problem für die gesamte Formel 1 und ganz allgemein für jeden Einzelnen, der dort draußen arbeitet. Ja, wie schon erwähnt, Toto Wolff, der war der einzige aller Teamchefs, der sich vielmehr dazu bisweilen geäußert hat, nämlich mit ihm in der Pressekonferenz der Teamchefs war eben auch noch Ayao Camacho, der Nachfolger von Günther Steiner bei Haas, Mike Krack von Aston Martin, Frédéric Vasseur von Ferrari und James Vowles von Williams. Allesamt haben sie sich dazu nicht geäußert. Heute Mittag, am heutigen Donnerstag, war natürlich wieder einmal Pressekonferenz angesagt im Rahmen der Testfahrten an Tag 2. Und in dieser besagten Pressekonferenz war dann auch Christian Horner höchstpersönlich anwesend. Doch groß zu den Vorwürfen hat er sich nämlich bisweilen nicht wirklich geäußert. Auf die Frage eines anwesenden Journalisten, darauf angesprochen vielmehr, hatte er lediglich Folgendes gesagt: Wie Sie wissen, ist ein Prozess im Gange, an dem ich beteiligt bin. Und da ich an diesem Prozess beteiligt bin, kann ich mich leider nicht dazu äußern. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann mich nicht zu dem Prozess oder dem Zeitplan äußern. Ich denke, jeder möchte natürlich so schnell wie möglich zu einem Ergebnis kommen, aber es steht mir wirklich nicht zu, den Prozess zu kommentieren. Ja, und wir wissen, die Untersuchungen, sie laufen weiter an. Es gab letzte Woche Berichte, dass Red Bull so schnell wie möglich zu einer Entscheidung kommen will. Man hat, oder viele Berichte haben auch von dieser Woche gesprochen. Jetzt ist die Rede davon, dass auf jeden Fall vor dem eigentlichen Saisonstart in der nächsten Woche dann auch eine finale Entscheidung getroffen wird, wie man mit diesem Fall letztlich dann auch umgeht und den erhobenen Vorwürfen. Ja, aktuell befindet sich die Formel 1 eben noch mitten in den Testfahrten am heutigen Donnerstag, Tag 2 von insgesamt 3. Und wir werden natürlich dann auch nach diesen 3 Testtagen dann in Bahrain auch dann eine sehr kompakte Zusammenfassung aller wichtigen Ereignisse und Ergebnisse euch dann auch nochmal separat liefern. Ja, und vor allem da kann man ja schon mal festhalten, Red Bull ja ist auch schon wieder meilenweit vorne. Tag 1 sah es für Ferrari und auch für Mercedes alles andere als gut aus. Der Abstand selbst zu McLaren und zu Aston Martin war doch schon beachtlich groß. Natürlich auch die Frage, wie schon auch immer in den Testfahrten, aber auch in den freien Trainings, logischerweise auch, wie viel zeigen die Teams wirklich bei diesen Testfahrten. Bei Williams zum Beispiel, um mal ein klein wenig schon mal zu spoilern, gibt es so einen brisanten Verdacht, dass man da schon da nicht alle Karten auf den Tisch legt. Und letztlich muss man es auch so sagen, das gilt natürlich für alle 10 Formel 1 Teams, die natürlich auch unterschiedliche Pläne haben, wie sie die 3 Testtage letztlich auch angehen. Das heißt, die Zeiten, die dann letztlich herausgefahren werden von den Piloten, sind auch nur bedingt letztlich verwertbar. So, aber das machen wir dann alles kompakt nach den 3 Tagen. Eben am morgigen Freitag findet dann der letzte dieser 3 Testtagen statt und nächste Woche am Donnerstag geht es ja dann schon offiziell los und wir natürlich auch wieder mit dabei an dieser Stelle. Mehr dazu in den nächsten Tagen, wie dann bei Gen 1 das Rennwochenende aussieht. So viel kann ich schon mal verraten. Wir werden dann auch natürlich wieder live mit dabei sein. Die erste Live-Sendung dann am ersten Wochenende. Und die erste Live-Sendung seit dem Saisonfinale in Abu Dhabi 2023. Im Falle von Christian Horner sei natürlich nochmal erwähnt, dass natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung für ihn gilt. Und das ist nochmal etwas, worauf wir ganz besonders darauf hinweisen und natürlich trotzdem auch weiterhin über dieses Thema berichten, wenn es Neues gibt. Und das gilt natürlich auch im Falle von Audi, auch da spannend. Also man merkt, weiterhin wird das Jahr 2024 ein definitiv nicht langweiliges Jahr werden. Zumindest mal abseits der Strecke, wie es auf der Strecke aussieht, das bleibt dann natürlich noch abzuwarten. Das werden dann die nächsten Wochen und Monate zeigen. Eure Meinung gerne zu diesen Themenpunkten in die Kommentare. Was sind eure Gedanken und Meinungen darüber? Nochmal der freundliche Hinweis, bleibt bitte fair und respektvoll zueinander, aber natürlich auch generell in euren Kommentaren.
Denn eins sei natürlich nochmal erwähnt, auch wenn es natürlich die Anonymität des Internets ist, sei trotzdem darauf hingewiesen, dass man jeden Einzelnen untereinander, aber natürlich auch andere mit Anstand und Respekt behandeln soll. Denn wir haben auch in den letzten Tagen, auch als wir über dieses Thema von Lewis Hamilton berichtet haben, da gab es auch viele beleidigende Kommentare in seine Richtung, die wir da wirklich löschen mussten, weil es dann nichts mehr mit Meinung zu tun hat, sondern es schlichtweg einfach eine klare und eindeutige Beleidigung ist. Und das hat definitiv hier nichts zu suchen. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Protagonisten und Akteure in der Formel 1 und außerhalb der Formel 1 und natürlich auch zwischen den Einzelnen, die unsere Sendungen natürlich auch kommentieren. Das nochmal als netter Hinweis zum Schluss. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Macht's gut und tschüss.